2012 schien sich die launische Up-and-Down-Liebesbeziehung der USA zur Formel 1 endlich zu beruhigen, was wir nicht zuletzt der Fertigstellung dieser wunderbaren Strecke in Texas zu verdanken haben. Seitdem durften wir hier aufregende Rennen erleben, darunter auch die Entscheidung in der WM 2015, als Lewis Hamilton sich vorzeitig den Titel sicherte. Auf dem fantastischen Circuit of the Americas werden die Fahrer mit insgesamt 20 Kurven konfrontiert. 10 links und 10 rechts. Die besten Überholmöglichkeiten auf dieser 5,79 Kilometer langen Strecke, bei der entgegen dem Uhrzeigersinn gefahren wird, bietet sich vor den Kurven 1 und 12. Allerdings müssen wir davon ausgehen, dass das bei heutigem Wetter den Fahrern ganz schön schwer fallen dürfte. Und mit dabei ist natürlich auch Stefan Römer. Reden wir über Richter. Sie hatten ein großartiges Gesamtpaket und ein noch besseres Jahr und Sie gehen dieses Grand Prix-Wochenende als verdienter Champion an. Das haben Sie sich einfach verdient. Ich würde zwar nicht von einer makellosen Titelherausforderung sprechen, aber durchaus von einer, bei der viel Konsistenz spürbar war und die gut bewältigt wurde. Ich für meinen Teil hoffe sehr, dass Sie heute etwas Dampf ablassen und uns ein spannendes Rennen erwartet. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Richter startet aus der Pole Position und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Bottas, Kimi Räikkönen und Perez. Sainz Junior, Ocon, Alonso und Kevin Magnus. Grosjean, Leclerc, Nico Hülkenberg und Eriksson. Stroll, Hartley, Max Verstappen. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Sergej Sirotkin, Gasly und Stoffel van Dorn vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Okay, you can brake late into one because of the incline. It's a slow corner though, so make sure you stay out of trouble. Good luck! So. Dann let's go. Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Fans 2018. Any technical issues coming off the practice start? Watch the RPM on the full start. We don't want to bog down. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir hier heute den nächsten Schritt Richtung Konstrukteurswehr machen können. Würde aber hart genug werden, weil wir das Problem haben, dass Max ganz hinten auf 16 oder 17 nur starten wird. Wird für ihn also schwierig, viele Punkte zu sammeln. Das liegt wieder nur an uns. Also, wir müssen unsere Aufgaben machen. Wie gesagt, wir haben ein herzlich willkommen zum Rennen in den USA. Hier bei Let's Play F1 2018. Wir müssen also natürlich den Titel holen. Wollen wir diesen Konstrukteurswehrtitel holen heute? Also nicht heute, aber klar, natürlich wollen wir ihn holen. Aber wir müssen unsere Aufgaben erstmal erledigen. Unsere Hausaufgaben. Aber das müssen wir erstmal schauen, wie weit wir hinkommen. Ich wieder in die Startaufstellung, nämlich jetzt übernimmt der Computer. Die anderen auch noch rein. Immer ein Ferrari, nämlich Vettel, dann Hamilton, Bottas und Räikkönen.
dann der ganze Rest. Es wird das alles andere als einfach werden, definitiv hier einen guten Start hinzubekommen. Naja, schauen wir mal. Ich arbeite nur gerade eben in den Ferrari, weil ich gerne ein bisschen mir eine Lücke ziehen möchte. Mundialphase wäre es auch für die Konzentration. Ich will ihn nicht abschießen, um Gottes Willen. Ich wollte nur mir da so ein bisschen vom Halt halten. Hamilton ist derweil vorbei. Und wir könnten schon mal eine Mini-Lücke. Wir könnten schon mal eine Mini-Lücke ziehen zu Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Oder Hamilton und Vettel. Geil. Das ist einfach random. Muss ich aufpassen, dass wir hier nicht den Dreher machen. Na ja, das wird es natürlich nicht geben. Weil es halt regnet. Und wenn das Wetter so durchzieht, dann brauchen wir auch keinen Boxenstopp. Die 14 Runden stehen übrigens an heute. Erste Runde durch. Boah, wie die aber wegrutschen. Hey, komm schon. Für was kriegst du, gebe ich dir 3 Sekunden, jetzt schon bist du direkt dran. Danke fürs Abschießen. Oh, leck mich doch am Arsch. Im Zweifel mache ich die Variante. Ich hole nämlich die Position 1 zurück. So, wenn ihr Assi waren wollt, dann kann ich das auch.
So, ziehe ich wieder ein bisschen weg. Ja, das ist gut. Es wird kein leichtes Rennen werden. Ich muss hier auch heute schon fast wegen, dass ich hier nicht unnötig wegrutsche. Ein Red Bull fährt eine Mercedes und Ferrari und eine Mercedes an Ferrari und dahinter kommt jetzt der nächste erste Renault. Runde 3. Bis Zeit wieder. Zwei Minuten noch, das heißt irgendwo Mitte. Da muss ich die Lücke zuziehen. Jetzt geht der Ferrari natürlich dran. Und wieder habe ich ihn. Mal gleich sehen. Ja, der will jetzt gleich auf die Inters 3 wahrscheinlich gehen. Vettel vorbei an Lewis Hamilton. Boah, was ein Rennen, ey. Hartes Rennen, definitiv. Genau ähnlich wie in Japan im letzten Rennen. Die gehen alle jetzt in die Box, ne? So, dann machen wir den Zug gleich auch mit. Dann spielen wir das Spielchen mit. Deswegen habe ich da momentan drauf reagiert. Naja. Danke fürs Vorbeilassen. Komm, fahr vorbei. Du brauchst nicht in Führung. Du brauchst es nicht. Komm, du brauchst nicht die Führung, ne? Scheiße, das hat er schon mal. Das hat er mich schon mal gebracht hier in den USA. Mit dem Sauber, da war ich 6. Und dann bin ich dann mit mir nur, glaube ich, 8. oder 9. noch geworden. Hab ich schon mitgenommen. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen auf Tempo gehen, weil ich den Vettel einholen will wieder. Bin da nämlich jetzt schön. Ach man, meine Boxenkuh ist einfach scheiße. Ich hab immer so ein Pech, dass ich... Ah, fuck you, Alter! Du bist klar in Führung und alles um und dran. Und dann so eine Kacke, weißt du? Komm, wir kommen... Komm, fahr vorbei! Ist ja kein Problem. Jetzt guckst du hier auf Platz 13 momentan rum. Ja, die Boxen einfach scheiße. Jetzt muss ich mich wieder an den Vettel rankämpfen. Oh, Hamilton mit der schnellsten Rennrunde gerade. Oh, dieses
abbremsen. Das ist... Mann, das ist... Das ist... Danke für du behinderte Scheiße da, ey. Mann, das kratzt mich einfach an, ey. Weißt du, du rutschst einfach so... Du brichst jetzt voll auf der Bremse und dann gibt er Vollgas in die Wand rein. Ach, Mann. Weil die Boxencrew einfach so eine Scheiße macht gerade. Komm von vorbei, fleißig. Jetzt habe ich einen Hamilton und einen Vettel vor mir hängen. Verpiss dich von mir, Mann! Ich komm nicht vorbei! Ich hab keine Chance, der blockt mir so die Linie zu, dass ich nicht vorbei kann. Schnauze. Ey, komm, ey. Meine Boxencrew hat mir den Sieg versaut. Ich komm nicht. Ich hab keine Chance, da irgendwas zu machen gerade. Weil ich ja dem Hamilton nicht vorbeikomme, weil die ganze Zeit nur am Kontern ist. Jetzt habe ich ihn. Das Gute ist, der Vettel hält jetzt auch ein bisschen. Wird jetzt ein bisschen von dem Renault davor aufgehalten. Ich muss dieses Rennen ja gewinnen. Das ist das Problem, weil ich kann nicht noch mehr Punkte auf Ferrari verlieren. Ey, komm schon! Für was, Alter? Ey, das ist nicht wahr. Ich bin nur am Rausbeschleunigen und der dreht sich so weg in die Wand. Aber fuck mich gerade einfach ab, ey. Das nervt manchmal. Bottas Bestzeit. Was hat mir in der Box? Max is in the pits. Max in the pits. Nein, nochmal eine Bisschen setzen. Ach komm, ey. Da jetzt ein bisschen reinarbeiten in dieses Rennen. So. Danke. So, jetzt habe ich zumindest den kleinen Fauxpas meiner Boxencrew wieder ein bisschen ausgeglichen. Jetzt fühlen wir zumindest wieder. 8 Runden nur noch. Boah, Alter, wir haben noch 8 Runden zu fahren. Gut, es könnte das Top-Gesicht ein bisschen besser greifen. Durchwegsetzen können wir uns auch nicht. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Gute Halbzeit ist. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, hier den nächsten Sieg klar zu machen.
you're still happy that we're on the right tires at the moment? Hau ab. Hat genug gerade. Sechs Runden noch. Und dann sind wir erstmal wieder dabei. Da Max wahrscheinlich kaum Punkte holen wird, müssen wir unsere Aufgaben hier auf jeden Fall so gut wie möglich schließen. Wir werden wahrscheinlich mega verlieren. Sollte da nicht weiter dramatisch passieren. Es wären noch 5 Runden, ja, das wird nicht reichen. Ah, jetzt der Ferrari da an dem Mercedes mittlerweile vorbei. Raikön vorbei an Lewis Hamilton. Ah, wir haben noch 5 Runden, wir haben noch ein bisschen zu arbeiten. Und nein, ich fahre in der Lobby, also online, anders als hier. Wenn man mal sehen will, wie meine Liegerennen so ein bisschen laufen. Also zumindest samstags lief jetzt ganz gut. Muss noch mal gucken in der IRL. Da habe ich einen guten Ergebnis geholt. Und auch der Auftakt der FOL. Jetzt der gestern stattgefunden hat. Also das zweite Rennen. Kann ich natürlich noch keine Informationen geben, weil ich alles quasi an einem Tag aufnehme, die Formel 1 immer. Der Auftakt lief ja in Belgien mit Platz 3. Super. Gucken wir, das zweite Rennen lief. Und heute Abend die MSFL. Das nächste Rennen nach dem 5. Platz in Belgien. Wollen wir natürlich da auch noch was holen. Wollen wir auch wieder Punkte holen. Aber ja, wird alles ein bisschen offen. Gucken, wie es läuft. Trotzdem bin ich mit sehr unzufrieden in meiner Saison. Laps of fuel remaining.
Letzter Sektor wäre das jetzt gewesen. Vier Runden noch. Und dann der Rekunde kommt weg vom Hamilton. Ich will Ferrari hier was tun. Es wird auf jeden Fall noch harte Arbeit werden. Wir müssen eigentlich quasi die letzten vier Rennen gewinnen. Wollen wir hier noch Weltmeister werden? Wollen wir hier die Konzentration holen? Ansonsten können wir den Ferrari fast so gratulieren. Wenn ich noch ein Stückchen Arbeit bin. Die Ferrari war es einfacher, weil der Rekke bessere Ergebnis lieferte. Oder bis als Max Verstappen. Der klebt da hinten irgendwo hinter irgendeinem Sauber fest oder so. Der wird weit, weit weg von den Punkten sein. Der wird weit, weit weg von den Punkten irgendwo sein. Und es ist für trocken mehr. Es ist eh zu früh. Es ist eh zu spät jetzt. Wenn es zu trocken wird, müssen wir noch ein bisschen bleiben, weil die Strecke wahrscheinlich noch ein bisschen weit bleibt. Wir haben ein bisschen rausgeholt aus Zeit. Oh, ist ja Ortgen. Die Ferrari wäre mir lieber gewesen. Nein, Cheater. Das wird dann Spaß nächste Saison mit dem Williams. Das wird für sie mal ein Spaß werden. Wir sind ins Rutschen gekommen. Oh, der darf hier eigentlich nicht überholen, der Vettel. Eigentlich muss er hier zurückziehen. Ja, wollte gerade sagen, er musste zurückziehen. Weil er hier nicht überholen darf. In der Gelbphase wegen Sirotkin. Das hat uns jetzt gerade ein bisschen in den Arsch gerettet. Da hat er nämlich auch gerade zurückgezogen. Ich arbeite mich gerade. Ich würde mir gerne mal ein bisschen den Flügel anfahren, sondern in die Box gehen muss, wechseln muss. Das würde mir schon reichen. Wie gesagt, das wäre dann ein Auto weniger an den Punkten. Jetzt habe ich gleich den zweiten Ferrari auch noch an der Backe kleben. Runde 12 von 14. Das ist noch ein hartes Stück Arbeit hier. Wie hart das heute noch ist. Nur wieder so kleine Rutscher drin, die gefallen mir gar nicht. Aber die gerade noch einen Ticken zu kurz.
Ja, die Mercedes hat gar keinen Stich. Vorletzte Runde. Vorletzte Runde, liebe Leute. Na, ich vermute, wenn das weitergeht, wenn wir die Konstrukteurs-Titel abspielen dürfen. Dann müssen wir nämlich nochmal eine Arbeit machen, weil wir werden 25 Punkte holen und die Ferrari werden sie ihre 33 holen. Die werden nochmal locker 8 Punkte wegziehen. Wie lange die immer Zweiter, Dritter werden, ist das herzlich egal, ob wir verlieren. Aber wir Rennen gewinnen. Vettel scheint wohl auch aufgegeben zu haben gerade. Ich habe so das Gefühl. So, jetzt kann ich in die letzte Runde. Oh, nochmal eine schnelle Runde. Vielleicht Sektor 2. Wobei jetzt die Strecke wahrscheinlich über einiges trockener wird. So, gleich in die letzte Runde, liebe Leute. Eine Runde dann noch. Halt. Ich halte das Setup zu greifen. Auf dieser Strecke hier. Nein, das war's. Die letzten Kurven hier noch. Am besten aufpassen, bloß nicht irgendwie einen blöden Fehler noch machen, so wie eben. Und sich irgendwie wegdrehen oder mega Quersteher haben. Weil der Vettel will ich den Sieg nicht unbedingt schenken. Das wäre fast tödlich in der momentanen Konstellation. Wir haben keine Chance, den Punkt, irgendwie was zu reihen. Was die Konstrukteurs, wir haben keine Chance. Ich hoffe, dass die Mercedes dürfte den Vergleich holen. Ne, Mercedes dürfen 3 Punkte weggeholt sein. Unsere Aufgabe haben wir gelöst. Mehr nicht. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg eingebracht hat. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Das Auto kommt sehr gut mit der nassen Fahrbahn zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Durch dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich, eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an.
Mehr haben wir auch nicht. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Mein Fahrer des Tages war ganz klar Max Verstappen. Wie er das Feld aufgemischt hat, war wirklich beeindruckend. Das hat einmal mehr gezeigt, warum er im Fahrerlager so hoch eingeschätzt wird. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, zumindest, wir sind aber noch voll dabei. Wie gesagt, wir sind nur 10 Punkte, Anführungszeichen. Nur 10 Punkte. Gut, dann haben wir das auch erledigt, das Thema. USA, wir sehen uns, ja, nicht dann auf jeden Fall bald wieder. Nächste Woche ist nämlich dann Mexiko dran, weil wir bleiben quasi über See. Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Naja. Es geht doch nichts über einen Sieg auf dieser Strecke, habe ich recht? Sie sind sicher froh, auf dem Siegertreppchen zu stehen. Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man Sie unterschätzt hat? Wie hat Ihr Team auf die schlechten Wetterbedingungen reagiert? Danke für den Kommentar. Danke. Dann haben wir das auch erledigt. Fantastischer Platz auf dem Podium. Gut gemacht. Und jetzt genauso weiter in der restlichen Saison. Bitteschön. So, ja, wir können das Getriebe ersetzen, das machen wir auch auf jeden Fall, haben wir da damit ein neues Getriebe rein und dann sehen wir uns in Mexiko wieder am Freitag. Bis dann, tschüss.